Okay, Freunde, wir gehen rein. ABK versus Unge, Digga. Aber mittlerweile fühle ich mich wirklich ein bisschen von dem verarscht, weil die sich doch sogar schon einfach wegen ein bisschen politischer Korrektheit verkaufen, damit die weiterhin irgendwelche Kooperationen und sonst was haben. True. Da geht für mich einfach Loyalität Freunden und Familie gegenüber immer vor Öffentlichkeit. Also das ist mein Mindset. Wie das der gleiche Mensch sein kann. Also so ein bisschen zwei Gesichter. Der sagt also zwei Gesichter. Oh, das sind schon harte Aussagen, Digga. Ich schwöre dir. Das Anfang bei ABK finde ich, Videos fühle ich nicht so, aber privat fühle ich ihn voll. Die Frage ist, was ist für dich wichtiger als Mensch so? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Okay, Freunde, ihr habt euch für ABK entschieden. 71% ABK. Okay, Freunde, wir gehen rein. ABK versus Unge, Digga. Die waren eigentlich Freunde gewesen, ne? Hab ich gehört. Nicht gehört, hab ich auch gesehen. Die haben sich ja gegenseitig besucht und so. Und das hat auch eigentlich so den Vibe gehabt, dass die sich eigentlich sehr gut verstehen. So, deswegen, schade, Mann. Ich mag's nicht, wenn Menschen sich streiten. Auch wenn die meisten das geil finden und Beef fühlen. So, ich muss sagen, ich fühle das nicht so. Wenn Leute sich streiten halt, die eigentlich mal cool miteinander waren. Ob es jetzt privat ist oder in der Öffentlichkeit. Aber wir schauen mal rein und gucken mal, was da passiert ist. Bewertungen sind durchwachsen. Ey, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich muss das im Vorfeld sagen, bevor das Video anfängt. Das soll jetzt kein Hate-Video an Unge werden. Und ich sag's aber wirklich zum letzten Mal diesmal, weil immer und immer wieder sag ich euch den Typen feier und so. Aber mittlerweile fühle ich mich wirklich ein bisschen von dem verarscht. Ein bisschen zu viel sogar für meine Verhältnisse. Vor kurzem hat er sich mit einer Person getroffen, die ich überhaupt nicht mag. Und er weiß es, kein Problem, er darf selber entscheiden, was er macht. Auf jeden Fall trifft er sich jetzt mit... Das Küchchen, wa? Ihm macht mit ihm ein Interview und natürlich müssen die in dem Interview auch über mich reden. Aber bevor ich mit der ganzen Scheiße hier anfange, möchte ich euch mal eine Sache sagen. Vergleicht bitte einmal, wie ich über Unge im Interview mit John Broke gesprochen habe und wie Unge im Interview mit KuchenTV über mich spricht. Irgendwie wirkt er auf mich von Tag zu Tag immer linker. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach mal sagen. Weil Unge, ich meine, du kritisierst mich auch die ganze Zeit objektiv. Jetzt kann ich auch in die Kamera mal was objektiv sagen. Aber ich hoffe, dass du diesmal nicht wie damals, wo ich dich objektiv kritisiert habe. Also da habe ich deine Kritik ehrlich gesagt nicht verstanden. Muss ich auch sagen, fand ich sehr schade, weil... Du hast es sehr hart formuliert, du hast gesagt, ja, diese Aussage geht gar nicht und so. Jetzt einfach auch sagen können, hey, Simon war es ein bisschen parteiisch und so. Weil, weißt du, wenn es nur in deinem Video wäre, in Ordnung. Aber Monte wird drauf reagieren, Up Red wird drauf reagieren. Und deswegen kriege ich wegen dieser Aussage, weil du es jetzt gesagt hast, von vielen Leuten kriege ich einen Stempel drauf. Yo, ja, das geht gar nicht, Simon. Du hast da richtig schlimme Scheiße gebaut. Am Ende werde ich hart kritisiert von dir, hart kritisiert. Für das Gleiche, was du im ganzen Video machst. Ja, damals habe ich auch den Unge irgendwie irgendwo kritisiert und ihm hat es da nicht gepasst. Also habe ich einfach auf korrekte Art und Weise diesen Part aus meinem Video damals rausgeschnitten. Vielleicht dachte ich einfach, ey, Unge ist ein Freund von mir, Loyalität, dies und das. Aber anscheinend gibt es das nicht auf YouTube. Wieso verlange ich überhaupt von irgendeinem YouTuber Loyalität, wenn diese ganzen YouTuber nicht einmal loyal zu sich selber sind, weil die sich doch sogar schon einfach wegen ein bisschen politischer Korrektheit verkaufen, damit die weiterhin irgendwelche Kooperationen und sonst was haben. Und true. Ich verstehe nicht, warum ich auf all das scheißen kann, obwohl ich eigentlich von allen großen YouTubern derjenige bin, der am schlechtesten verdient. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich nicht vergesse, wo ich herkomme und dass ich weiß, wie das Leben schmeckt, egal was du hast. Aber egal, gucken wir uns mal das Video von KuchenTV und Unge an. Der mag ihn nicht auf jeden Fall. Was ich an der Stelle schon mal sagen will, es ist halt echt, also ich weiß nicht, ich war immer jemand, der eine echte Freundschaft auf jeden Fall über das Business in der Öffentlichkeit oben drüber stellt und sich nicht von alleine hinsetzt und irgendwie über Freunde, die halt wirklich meine Freunde sind, und da ist halt wirklich die Frage, ob die wirklich Freunde waren. Wenn die wirklich meine Freunde sind, dann werde ich über die in der Öffentlichkeit nicht reden. Vor allen Dingen nicht schlecht reden. Wenn ich was Gutes zu sagen habe, dann sage ich das. Wenn ich was Schlechtes zu sagen habe, dann rufe ich an oder kläre das mit meinem Bruder, wenn es mein Bruder ist, im Real Life so. Ich könnte nicht mich objektiv hinsetzen und dann meinen Homie kritisieren, objektiv, und dann danach mit dem Chillen so, ich hätte einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Weil natürlich hat es einen Einfluss, wenn du in der Öffentlichkeit über jemanden redest, so. Wenn du auch noch eine große Reichweite hast, wenn er vielleicht irgendeine Kacke gebaut hat oder so. Aber wenn ein Familienmitglied von mir Scheiße baut oder so, dann setze ich mich auch nicht in die Öffentlichkeit hin und rede darüber, weil dann lege ich ja das Spotlight noch mehr darauf, so. Und da geht für mich einfach Loyalität
Freunden und Familie gegenüber immer vor Öffentlichkeit. Also das ist mein Mindset so. Finde auch, ABK ist ein intelligenter Mensch, der müsste nicht diese ganze Zeit so eine Scheiß labern und Leute beleidigen. Weil er hat... Ja, danke, Unge. Guck mal, dieses... Und das meine ich halt so ein bisschen in die Richtung. Er müsste nicht die ganze Zeit Scheiße labern und Leute beleidigen. Sowas würde ich halt in der Öffentlichkeit nicht sagen über meinen Homie, wenn es wirklich mein Homie ist. Aber sowas würde ich dann eher im Privaten sagen. Das ist halt aber auch eine Mentalitätsgeschichte, eine Einstellungsgeschichte. Wie bezeichnest du deine Freundschaften? Was ist für dich dann wichtig in der Freundschaft? Intelligenter Mensch, das brauchst du gar nicht erwähnen. Weil das ist gerade so, wie wir einen Lehrer in der Schule, die sagen... Hör mal, hier, du hast eine 6 geschrieben in der Klassenarbeit, aber eigentlich bist du doch total schlau, du kannst das doch eigentlich. Ihr tut auf YouTube so, als würde ich nur vulgäre Videos machen. Wo sind da mal Leute, die sagen, dass ich der Einzige bin, der Videos gemacht hat über irgendwelche Muslime, die in China da eingesperrt werden, über Palästina-Israel-Konflikt, über islamische Sachen, sei es Videos über den Dajjal oder sonst was. Und dann am Ende sitzt man mit meinem Feind in einem Interview und kann aber nicht einmal Dinge wenigstens gerade rücken, beziehungsweise die Dinge wenigstens ordentlich formulieren. Ich bin hart, natürlich bin ich auf YouTube für dich jemand, der... Ich verstehe das. Ich verstehe, wie ABK fühlt so. Vielleicht hat er sogar damit gerechnet, dass Unge versucht, gut über ABK zu reden, gerade mit seinem Feind, mit einem Typen, der ihn nicht mag. So, weißt du, die Chance könnte man nutzen, um irgendwie, weißt du, wie ich meine? So, das sind halt Erwartungen, die er an seinen Bruder hat, weil er halt eine andere Art von Loyalität lebt wahrscheinlich als seine Internetfreunde. Beleidigt? Warum? Das ist alles nur Spekulation. Ich gehe nur von mir aus, weißt du? Gehst du dann auf mich? Warum lädst du mich dann ein und sonst was, wenn ich doch so im Internet jemand bin, der nur beleidigt? Meine Videos beinhalten doch viel, viel mehr als nur irgendwelche Beleidigungen. Alle reduzieren mich die ganze Zeit nur darauf. Entweder bin ich für die Leute derjenige, der nur beleidigt, oder derjenige, der mit seinem 1er-Abitur flext. So versuchen die mich hier auf YouTube darzustellen und Unge unterstützt das und das fuckt mich richtig ab. Wo ich den Beef mit ABK hatte, ja, hast du halt des Öfteren auf seine Videos reagiert, ja, aber dann nicht auf meine Antwort. Doch, habe ich auch. Und ABK hat es nicht so richtig verstanden, obwohl wir ja befreundet sind, dass ich ihn kritisiere für sein Verhalten, weil, ja, ich könnte ihm ja privat alles sagen. Fand er dann irgendwie assi? Aber da zeigt man, also da sieht man schon eigentlich, befreundet sind so. Weißt du, wie ich meine? Da sieht man doch eigentlich, dass er das nicht als eine richtige Bruderschaft sieht, sondern einfach nur befreundet. Jetzt? Ja. Aber dann nicht auf meine Antwort. Doch, habe ich auch. Und ABK hat es nicht so richtig verstanden, obwohl wir ja befreundet sind, dass ich ihn kritisiere für sein Verhalten, weil, ja, ich könnte ihm ja privat alles sagen. Fand er dann irgendwie assi? Ich fand's nicht assi, Junge. Ich fand's einfach nur verdammt hinterhältig. Das wird so eine Shitshow und in meine Richtung fliegen. Und das ist halt das, warum ich frage, warum kommst du überhaupt privat zu mir und sagst mir das, wenn du es dann in einem Video gegen mich schießt, so. Verstehe ich? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich halt auch keine Privatnachrichten von meinen Brüdern zeigen würde in der Öffentlichkeit, so. Muss man auch ehrlich sein, auch wenn ich Liebe für ABK habe, das weiß der auch und das wisst ihr auch. Sowas ist zum Beispiel auch eine Sache, so, Bro, könnte ich auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, so. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht enttäuscht bin oder mich hintergangen fühle und mich schlecht behandelt fühle, so würde ich halt dann nicht noch mehr Salz in die Wunde oder noch mehr halt Sachen machen, die eigentlich nicht nice sind, so. Weißt du, was ich meine, so? Das verstehe ich einfach nicht. Ich lege ganz einfach Wert auf Loyalität. Das ist für die meisten Leute hier auf YouTube ein Fremdwort. Dann bin ich vielleicht... Nicht nur auf YouTube, Bruder. Vertrau mir. In diesem Geschäft. Also ich selber würde jetzt nicht unbedingt jemanden schlecht reden, von dem ich weiß, dass er mit meiner Mutter aus einem Teller gegessen hat, dass er meine ganze Familie kennt und sonst was. Dem würde ich die ganzen Sachen privat sagen. Nur Kritik muss ihre Daseinsberechtigung haben. Und das ist unmöglich, wenn sie auf Heuchelei fußt. Manchmal möchte er vielleicht gerne auch den Assi raushängen lassen. Und das fühle ich halt dann nicht so. Gerade die Videos in der letzten Zeit, wo er so auch Reef beleidigt hat oder auch dich beleidigt hat. Merkt ihr was, Leute? Ja, die Videos, wo ABK Reef beleidigt hat. Die Tatsache, dass sie mich zuerst beleidigt hat, wird einfach mal rausgelassen. Weil wir sind es ja gewohnt. Der ABK, stets vulgäre Sprache, beleidigt permanent irgendwelche Leute, dass Reef mich zuerst beleidigt hat. Das wird hier gar nicht erwähnt. Das wird einfach alles über einen Kamm geschert. Ja, er beleidigt, hat er Reef beleidigt, hat er auch dich beleidigt. Sorry, dann fahrt eure Hypersensibilitätsfilme schön weiter. Aber dann braucht ihr mir nicht ankommen mit so einem Kuchen-TV, Alter, der mir hier Islamparodien und sonst was macht. Also sorry, wenn der sich beleidigt fühlt durch meine Sachen, dann will ich nicht wissen, wie sich andere Muslime beleidigt fühlen, wenn er solche Sachen hier raushaut. Allahu Akbar, das hat mit Islam nichts zu tun. Ich ficke Ziegen, das hat mit Islam nichts zu tun. Zwangsheirate Kinder, das hat mit Islam nichts zu tun. Ich weiß auch, da gibt es auch hundertprozentig zwei Perspektiven drauf, auch von den Leuten, die darauf reagieren werden. Das ist jetzt 2015, ist 6 Jahre her. Und das wird der Grund sein, warum einige das relativieren werden und sagen werden, warum gräbt er Sachen von der Vergangenheit aus etc. Aber das hat der Bruder, der hier gerade zu sehen ist, auch gerne gemacht. Zum Beispiel mit Kianusch und mir, wo er dann das Interview ausgegraben hat und irgendwie gesagt hat, dass wir beide an die flache Erde glauben.
und sich dann da versucht hat, irgendwie lustig drüber zu machen und das als aktuell zu bezeichnen, machen die halt auch gerne so. Ich muss grundsätzlich sagen, ich frage mich, wenn ich sowas sehe, eigentlich nur, wie kann man darauf kommen? Also, wie, what the fuck? Weißt du, wie ich meine? Egal, wie lange das her ist oder nicht, ich frage mich nur, Bro, wie kann man einen Song über eine Religion machen, um die irgendwie, um sich über die lustig zu machen, so? Das ist für mich einfach charakterlich die Frage, was geht bei dir ab, so? Egal, wann, wie, wo, weshalb. So, Bro, ist für mich halt irgendwie nicht richtig nachvollziehbar. Und da ist es auch egal jetzt gerade, um welche Religion es geht. Allgemein um über Religionen. So. Für mich sind Religionen was Wertvolles. Und ich weiß, dass viele Menschen, für viele Menschen Religionen noch was wert sind. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich mich darüber lustig machen würde, würde ich mich auch über Menschen lustig machen. Und über Menschen lustig machen ist Kacke in meiner Welt. Ja. Was denkst du, wie seine Zukunft wird auf YouTube? Weil schwierig, weil er zu viele Leute beleidigt. Und meinen leicht vulgären Sprachgebrauch nennt man auch Jugendsprache. Ihr seid doch so offen für Gendern und sonst was. Dann macht bitte einmal euren PC aus und habt mal Bezug zur Realität. Und guckt euch bitte an, wie die Jugendlichen heute auf der Straße reden. Und ich kann euch definitiv aus sozialpädagogischer Sicht sagen, dass Jugendliche nicht so reden wie ihr. Und die Jugendlichen sind auch schon reflektiert genug, um zu differenzieren, wann die wie... Bruder, jeder soll doch reden, wie er redet. Weißt du, wie ich meine? So, jeder redet so, wie er redet. Wie er aufgewachsen ist, hat einen Einfluss darauf, was für ein Mensch du bist, was für eine Herkunft du hast, was für Freunde du hast, etc. Jeder soll doch so reden, wie er redet. Man kann nicht aus der Sprache schließen, ob jemand dumm ist oder intelligent ist oder nicht so. Jeder hat einen anderen Background und redet deswegen auch anders. Zu reden haben. Und das Krasseste ist, dass Leute beschweren sich darüber, oh, YouTube ist langweilig geworden. Die meisten, die das sagen, haben nicht einmal mehr einen Geschmack für Humor. Sobald man ein Wort sagt, bricht wieder die Hypersensibilität aus. Oh mein Gott, oh, Cancel Culture. Nicht YouTube ist langweilig geworden, ihr seid langweilig geworden. Ihr macht die Plattform kra. Also ich finde, macht er ja bei mir auch so Sachen aus dem Zusammenhang schneiden. Ja. Deswegen, ich würde ja eigentlich echt gerne mal so ein Real Life treffen. Hat er mir auch gemacht. Und da hat er mich eingeblendet, hat auch was von vor 2 Jahren von... Habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Ja, wo ich was gegen Miguel Pablo gesagt habe, hat er reingebaut. Und fand ich so unnötig, weil er greift sowas von so 2 Jahren aus. Ey, Junge, du laberst gerade hier so scheiße, ne? Bei mir, wenn ich irgendwie zeige, wie du dir vor 2 Jahren widersprochen hast, dann heißt es irgendwie, oh mein Gott, das, der nimmt Sachen, die sind vor 2 Jahre her. Aber selber reagiert er auf jedes Payback von Mimi, der Sachen ausgibt, die irgendwie 5, 6 Jahre her waren. Da ist es okay, wenn man in der Vergangenheit rumwühlt, um irgendwelche Dinge aufzudecken. Aber wenn ich einen offensichtlichen Widerspruch von dir aufzeige, heißt es... irgendwelche Dinge, die schon vor lange her sind und die haben ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Natürlich hat das was damit zu tun. Du hast damals gesagt, das ist scheißegal, ist von Climax alles faked. Aber bei einem Miguel bist du damals an die Decke gegangen, weil er was gefaked hat. Natürlich, das eine ist krasser als das andere, aber letzten Endes, beides ist gefaked und beides war scheiße. Er ist ja nicht dumm, aber manchmal habe ich das Gefühl, er lässt sich sehr schnell auch emotional... Guck mal, wie KuchenTV guckt, wo ungesagt, der WK ist nicht dumm. Hey, KuchenTV, auch wenn Bildung nichts über Intelligenz aussagt, ich habe immer noch ein 1er-Abitur und du immer noch nur Realschulabschluss. Wie ist da so generell deine... Was keinen Einfluss darauf hat, also das heißt nicht, wer dumm ist oder wer nicht dumm ist, so, aber ein Abitur zu machen, ein Studium durchzuziehen als Pädagoge, als Lehrer, zeichnet jetzt nicht von Dummheit, sich eine Reichweite dazu parallel noch aufzubauen von über 1 Million Abonnenten. Bro, da gehört schon ein bisschen was dazu. Da gehört auch eine gewisse Intelligenz dazu, meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin sowieso kein Fan davon, wenn irgendwelche Menschen jemandem anderen sagen wollen, wann, dass die dumm sind oder nicht so. Weil, woran misst du das denn? Weißt du, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal einen Kopf geworfen bekommen, weil ich so bin, wie ich bin, dass Menschen dann denken, dass ich dumm bin. Aber womit begründest du das, Digga? Weißt du, wie ich meine? So, jeder hat doch Talente, jeder hat irgendwelche Dinge, die er gut kann. Jeder, weiß ich nicht, Bro, ich find's voll blöd, wenn man jemandem sagt, du bist dumm. So stumpf halt, weißt du? Zu ABK. So, er ist ein intelligenter Mensch. Ich halte auch viel von ihm als Mensch, aber manchmal gerät er in so Situationen, wo ich einfach gar nicht verstehe, wie das der gleiche Mensch sein kann. Also so ein bisschen 2 Gesichter. Der sagt also 2 Gesichter. Oh, das sind schon harte Aussagen, Dicker, ich schwöre dir. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die halt Brüder waren, so Freunde waren. Weißt du, was ich meine? So? Ich schwöre auf alles, ich habe diesen Jungen privat getroffen. Walla, der ist privat ein ganz anderer Mensch. Humortechnisch auch ein ganz, 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 ganz anderer Mensch. Und das kann jeder bezeugen, der Unge privat kennt. Deswegen verstehe ich mich auch so gut mit dem. Also gar nicht hier anfangen mit 2 Gesichtern. Ich schätze ihn sehr. Und viele halt, so gerade aus der Szene mit der Reichweite, so viele Reaction-YouTuber, die eine krasse Reichweite haben, so habe ich öfter das Gefühl, dass die halt, was ich vorhin schon gesagt habe, ihre eigene Meinung und das, wie sie wirklich sind, zurückhalten würden, wenn es darum geht, dass es nicht anstößig ist, weißt du? Lieber dann halt sich nicht richtig zeigen und dann trotzdem im Mainstream funktionieren, als sich richtig zu zeigen. Ich glaube ihm das, wenn er das sagt.
dass ein Unge zum Beispiel hinter der Kamera ganz anders ist. Ich glaube, ich habe sogar ein Reaction-Video auf das Thema von Montana Black gesehen und Monta hat das auch bestätigt, der kennt den ja auch persönlich, dass er halt privat ganz anders ist und für sich die Entscheidung getroffen hat, kinderfreundlichen Content zu bringen. So. Aber dann ist es halt auch, dann würde ich auch vorsichtig sein, mich in der Öffentlichkeit hinzusetzen und anderen vorzuwerfen, dass sie zwei Gesichter haben, so, wenn du selber durchziehst, weißt du? Ich verstehe mich mit ihm tatsächlich sehr gut privat. Lustigerweise jeder versteht sich mit ABK privat, ja, irgendwie. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Bei vielen YouTubern ist es so, ja, die Videos sind okay, aber privat würde ich mit der Person nichts anfangen. Bei ABK finde ich, Videos fühle ich nicht so, aber privat fühle ich ihn voll. Die Frage ist, was ist für dich wichtiger als Mensch so? Weißt du, wie ich meine, dass du jemanden privat fühlst, dass der im echten Leben ein geiler Typ ist, ein geiler Mensch ist, Digga? Und dann vielleicht auch in der Öffentlichkeit manchmal Dinge nicht erwähnen, weil einfach der Typ ein geiler Mensch ist? Oder willst du lieber Leute nicht fühlen, aber die öffentliche Person ist brand safe, Digga, und deswegen bist du mit denen cool? So, das ist so eine Perspektive. Für mich zählt, wer im echten Leben Herz hat, geiler Mensch ist, mit wem ich mich verstehe, Digga, und dann verzichte ich auch mal auf eine Reaction oder auf ein Statement in seine Richtung, wenn ich weiß, dass ich ihn privat einfach fühle als Mensch so. Auch wenn er in der Öffentlichkeit vielleicht mal irgendwas macht, was mir nicht so gefällt, setze ich mich nicht hin und rede dann über den so. Ist für mich fernab von der Realität so, ein bisschen. Aber da sieht man halt so, jeder Mensch hat eine andere Einschätzung von Loyalität, Freundschaft, Zusammenhalt etc. Also ich kann mir die privat sehr gut chillen so. Ja, also ich denke auch, dass er sich auf jeden Fall deutlich schlechter verkauft, als er ist. Nein, ich verkaufe mich nicht schlechter, als ich bin. Ich verkaufe mich gar nicht. Das ist der springende Punkt. Redet ihr weiterhin von Verkaufen und so? Zu euch passt auch dieses Wort, weil ihr habt euch wirklich alle verkauft. Offiziell, kann ich euch bestätigen, Kuchen, Unge, die haben sich alle verkauft. Wenn die Privaten mit chillen würden, die würden sich mit mir totlachen, gleiche Humor, Witze, wir würden harmonieren, viben, alles. Aber am Ende des Tages heißt es, ey, bitte schneid das und das aus dem Video raus, weil dann sehen die Leute mein wahres Gesicht. Ich weiß doch, wer das ist. Ich habe Unge persönlich getroffen, Ola, ich weiß, wer das ist. Und dann hat er eigentlich auch mit Vlogs in Japan und so weiter, fand ich selber auch gut gemacht eigentlich, ne? Und echt qualitativ. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass er jetzt halt wieder so dieses Assi-mäßige macht halt, ne? Wie ein Meinungsblog, aber halt beleidigen die ganze Zeit. Ja, unfundiert. Unfundiert. Ich mache meine Videos unfundiert, ja. Was bist du denn? Milchgift. Milchgift will mir sagen, dass ich unfundiert bin. Bitte gar nicht das anfangen. Ihr YouTuber tut alles so, als seid ihr Wissenschaftler und sonst was geworden. Weil ihr wisst nicht einmal, wie man eine wissenschaftliche Ausarbeitung schreibt oder sonst was. Ihr habt noch nie was mit Wissenschaft zu tun gehabt. Ja, nicht unfundiert. Mit euren zwei Wikipedia-Klicks denkt ihr, dass ihr jetzt die Welt verstanden habt. Ja, und er hat ja auch schon gesagt, dass er da einige Anzeigen auf jeden Fall am Start hat. Und ja, ich kann dir nur den Tipp geben, lass es. Ja, einige Anzeigen am Start hat, ne, lieber Kuchen TV, mal ganz ahnungslos tun, ne? Ja. Aber so an sich bestätigt sich schon mal. Da ist irgendwas, gell? Hab ich auch mitbekommen. Dass Leute, also dass ABK irgendwas Gerichtsmäßiges am Laufen hat, so. Hat das was mit Kuchen zu tun? Das ist schon heftig, Bro. Ich weiß nicht, was da passiert ist und wie, aber das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch erfahren. YouTube-Szene verheuchelt, fake, sonst was. Merkt euch, wenn ihr Social Media macht und so, an jedem von euch. Loyalität dürft ihr in diesem Business nicht erwarten. Weil am Ende des Tages stehst du eh alleine da. Und das nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben. Ich will hier keinen Beef mit Unge haben, sag ich nochmal explizit an dieser Stelle. Und auch einfach aus Prinzip, damit sich Kuchen vor uns daran ergötzt. Das ist so das Standardding, ja, Ding, wir sind Homies, wir wollen kein Beef miteinander haben, aber roasten uns dann gegenseitig. Okay, gehen wir jetzt mal bei Unge rein.